So, YouTube, wir sind immer noch mitten im Homolito irgendwas Park. Moschito, Homolito. Deswegen werden wir mal weiterfahren. Beziehungsweise umdrehen, oder? Also wir wissen ja jetzt auf ungefähr, welcher Höhe wir sind und welche Straße wir haben. Und jetzt geht's ja eigentlich daraus, den Zielpunkt zu extrahieren. Weil mitten im Park, da wird nicht viel passieren. Deswegen back to start. Wir stehen hier irgendwo. Vielleicht finden wir heraus, wie dieser Ort hier heißt. Caseyville Northwest Road. Gut, ich glaube nicht, dass wir in Caseyville sind. Ich guck mal, ob ich die Straße so hier am Rand sehe. Aber erstmal nicht. Wir sind dann nach Nordwesten gefahren. Das kommt auf jeden Fall hin. Aber wie weit, nicht? Es gibt nicht so viele Straßen, die von der 550 aber abgehen. Caseyville Road. Und die geht nach Nordwesten, Nordosten, Nordosten. Das heißt, so eine Straße, Caseyville Road. Dann hätten wir schon. Jackson Liberty Drive. Nord Trail. Aber an so vielen großen Straßen sind wir auch nicht vorbeigefahren. Das heißt, die ist anscheinend nicht eingezeichnet. Weil hier wären wir schon in der Stadt dann. Oder wir sind doch irgendwo mitten im Wald. Was ich aber immer noch nicht glauben kann. Doch. Hier sind wir. Hier starten wir. Warum steht denn aber hier erst dran, dass man in den Homolito Park fährt? Dann gehört das nicht zum Homolito Park. Okay, ja, brauchen wir ja gar nicht mehr, nicht? Wir stehen hier hinter der Querstraße. Das dürfte der Cemetery Drive sein. Cemetery, natürlich. Und dann auf der Höhe. Das Haus sehen wir nicht dahinter, aber auf der Seite vor dem Gebäude, also hier so. 0,87 Meter. Sehr schön. Ein Erfolg. Boah, wir sind einmal durch den gesamten Park fast gefahren. Krass. Okay. Und da stand erst die 550 dran. Hier nirgendwo. Ich dachte nicht, dass wir hier hinten gewesen wären eben. Aber es hat gepasst. Ich habe gesagt, wenn wir in die andere Richtung gefahren wären, dann hätte das gepasst mit dem Schwung. Weil wir wirklich in dem Schwung waren. Ich kam nur aus einer anderen Richtung und das habe ich mir nicht erklären können. Weil ich dachte, wir sind gerade erst in den Park reingefahren, weil hier das Schild stand, willkommen in dem Homolito Park. Das ist natürlich dann verwirrend, wenn man dann eigentlich schon am Ende ist. Aber vielleicht gehört nur das Ding zum Park noch dazu und das hier nicht mehr. Das kann Google einen ja nicht anzeigen. Na gut. Und damit erstmal Runde 3. Oh mein Gott. Ich hoffe jetzt ein paar 10 Minuten Runden, damit wir das schnell durchkriegen. Slowenien oder sowas? Italien? Hauptsache Rom? Aber schon wieder ein Holz-LKW. Da hatten wir doch heute schon mal einen, der nicht so gut beladen war. Ich weiß nicht, ob das so wesentlich besser ist als der andere Truck, den wir hatten. Es sieht bedingt richtig aus. Bedingt richtig, sagen wir es so. Ah, von hinten geht's vielleicht. Was war das? Destination 5, nicht? Da ist man nicht hinter dem Truck gefahren.
Bulgarien? Die Berge? Auch recht gute Straßen. Hier. Elektrokolpokovna, Tschechien. Ah, guck an. Da haben wir's. Sehr gut. Wellness Hotel. Apartment und Spa. Treehouse Keladana. Ski. Okay, warte mal. Wir waren schon mal in der Skiregion. In Tschechien. Die teilen sich hier eine Skiregion mit Dings, nicht? Mit Polen irgendwo hier oben. Aber gut, vielleicht haben die auch hier unten irgendwo noch Berge. Nee, nicht? Eher hier. Oder hier. Aber hier Skiregion? Wahrscheinlich eher hier. Weil hier bei Gora war ganz viel. So mit Liften und so, wenn man ranzoomt hier. Würde das schon passen, wenn wir auf der Seite vielleicht diesmal gelandet sind. Kaldena, nee, wie hieß es? Kaldana? Weil das ist Kaldana, könnte auch einfach nur der Name sein. Wir suchen mal den richtigen Namen. Nicht, dass ich was suche, was es vielleicht nicht gibt. Auch wenn das Hotel vielleicht nach dem Ort benannt ist oder der Region. Ein offizielles Schild wäre besser. Hotel. Sehe ich genauso. Aber schönes Setting mit dem Licht. Parken? Nee, interessiert uns nicht. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Bitte langsam fahren. Wir sehen unseren eigenen Schatten. Da, ein blaues Schild. Ach, Google. Warum magst du uns nicht? 483. Okay, Friedland und Kunčice. Vierhundertsechsundvierzig. Welche Richtung geht's höher? Hier geht's runter in die 200er. Dann doch eher hier in der Ecke. 457, 59, 71. Oh, weiter weg, als ich gedacht hätte. 76, 74, 83. Hier unten. Ah, okay. Zur Slowakei hin. Okay, das. Es sind auch Skigebiete. Okay. Ja, ja. Kaldana. Okay. Wow. Ja, ich würde ja sagen, da sind wir ja mittendrin, nicht? Fredenstadt PR ist das hier, geht nach Westen. Ja, und Friedeke Mystik, den sehe ich nur nicht. Ich sehe Friedland, NO sehe ich. Ah, hier, Friedrich Mystik. Okay. Ja, dann sind wir hier. Jetzt brauchen wir einen Straßennamen. Wir stehen. Ups. Relativ am Rand Richtung Süden geht unsere Straße. Also irgendwo hier vielleicht. Und die Straße geht Südwesten. Nee, Südwesten geht die. Oder müssen wir ja eher hier sein.
Osten, Süden, Westen, so muss die weggehen. Vielleicht da, aber vielleicht auch hier. Okay, wir brauchen den nächsten Namen der Straße. Oder Hotel Chatamir und Hamri. Vielleicht sehen wir die. Chatamuri. Anders geschrieben. Mio, Chatamio. Chatadanus. Oh, hier gibt's echt viele. Da ist das Chatakaladena. Am Kreisverkehr waren wir noch nicht. Die stehen beide nicht dran. Gut, die Bilder sind alt, vielleicht wurden die umbenannt. Straßennamen. Hinterm LKW. Wir machen jetzt eine Kurve nach Nordosten. Eine Bushaltestelle. Also eigentlich fahren wir so. Wo dachte ich gerade, sind wir da? Würde passen. Ah, die Bushaltestelle sehe ich nicht. Normalerweise sind die eingezeichnet. Schade. Das hilft sonst. Irgendeine Nummer? Aber keine Straßennamen. Das ist natürlich shitty. Und hier ist Tea House. Und Golf oder sowas. Center Group. Wir sind nach Westen. Wir haben auch keinen Straßennamen hier. Er geht schon recht extrem westlich weg. Und das tun hier eigentlich keine Straßen so richtig. Okay, wir fahren mal in die andere Richtung und vielleicht haben wir da einen Straßennamen. Hier haben wir zumindest den Bach. Könnte es der Bach sein? Hier? Dann wären wir nämlich genau da. Eine Zuglinie. Ansonsten gibt es hier keinen Bach, den wir irgendwie queren könnten. Hier höchstens. Da hätte es vor dem Bach aber eine Straße gegeben und da gibt es keine. Und der geht Südwest weg. Und unser, wo ich vermute, der geht an der Straße entlang. Macht er ja auch nicht. Da wäre hier noch ein Haus dahinter. Ja, ich glaube, der ist nicht eingezeichnet. Das ist so von dem Ding so neben Bach, der nicht eingezeichnet ist. Der würde noch am ehesten passen. Dann würde die Straße anders laufen.
Okay, auf jeden Fall ist, ich glaube, hier die ganze Zeit der Bach neben der Straße, oder? Und dann hat er immer so kleine Abzweigungen. Aber er hat noch keinen Straßennamen. Ey. Was haben wir hier? Irgendwas, was man nicht lesen kann. Und wieder eine Bushaltestelle. Die Fahrradroute 6007. Ubotwani Nakaldena. Hier haben wir wieder den Fluss. Bufka. Bubufka. Okay. Kirilka und Bubovka. Ich glaube so langsam, dass wir eher hier oben irgendwo sind. Aber ich habe weder eine Shell noch irgendwas gesehen. Und Bubovka und irgendwas taucht hier auch nicht auf. Und Kiralki. Wir machen es jetzt anders. Wir fahren mal in die Straße rein. Nach Südwesten. Und wir gucken uns mal deren Verlauf an. Okay, sie geht weiter nach Süden. Teilt sich dann auf. Wir können nur auf die eine Seite, nicht? Shit. Ja, da links war ein Schild. Gut, der Fluss wird nicht eingezeichnet sein. Aber hier ist auch ein Schild. Also sie kommt aus Nordwesten. So führt sie südöstlich. Südöstlich und dann geht sie nach Nordosten um dann am Nordosten raufzukommen. Okay, also sie kommt aus Nordosten, Süden, Südosten. Die macht so einen Bogen an uns ran. Das könnte die hier sein. Aber sie läuft eigentlich länger auf uns zu. Das könnte eher sowas sein, nicht? Ah, schwierig. Die ist ja ein ganz schönes Stück lang, hätte ich vermutet. So. Und dann geht sie nach vom Südwesten und dann macht sie einen Knick. Ja, doch, die hier, oder? Aber da kommen keine Häuser.
Südwesten und dann nach Nordwesten. Also eigentlich so. Und so viele Gebäude haben wir nicht. Wir sind schon auf der Stelle irgendwo. Es könnte auch das hier sein und das der andere Weg. Oder das hier ist die Aufspaltung. Aber die geht ja noch echt weiter. Und dann kommen wir nochmal in eine Aufspaltung. Und da ist die Shatamir. Wäre halt cool, wenn ich die finden würde irgendwie. Oder ist es Shatamika? Dann wäre es vielleicht die Straße. Aber wir fahren ja in die Richtung weiter. Boah, es ist schwierig ohne Straßennamen. Okay, wir kommen nicht drum herum. Ich blende euch jetzt das Tool unserer Wahl ein. Unser Lieblingstool. Das Tool aller Tools. Paint. Okay, also. Ich habe einen Trick gelernt. Ich weiß nur nicht mehr, wie der ging. Man kann im Paint. Ich weiß gar nicht mehr, was man machen musste. Nee. Ah, genau. Man kann nämlich mit dem Pfeiltasten, wenn man die Leertaste drückt, zeichnen. Damit kann man viel besser so Linien hinbekommen. Zum Beispiel. Oh. So. Oh, falsche Richtung. Ey, ich wollte da nichts haben. So. 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 Ja. Wie kriegt man ein O hin? Oha. Ah, es wird ziemlich. Okay. Könnte ein O sein. Was genau ist das für ein Stream, wenn man keine Ideen oder Tipps geben darf? Eine sehr gute Frage. Ein Slow Run. Wir genießen die Umgebung. Ich mache das hier mit der Hand. Süden, Westen. So, und jetzt machen wir. Aber ist vielleicht dann nicht der richtige Stream für dich und auch nicht die richtige Methodik. Wir genießen und machen alles akkurat und langsam. Wir genießen, wir haben Zeit. Okay, also Südwesten. Wir haben, ich mache mal hier so einen Punkt, obwohl ich weiß gar nicht, wie ist denn unser Hauptstraßenverlauf? Norden, Nordwesten. Also fangen wir so an. Und das geht nach Süden rum. In so einer Kurve sind wir. Okay, und die Straße geht ab nach Südwesten. Nach Südwesten. Eine ganze Weile. Mach dann einen Bogen leicht Richtung Westen.
Okay. Leicht Richtung Westen. Ah, kriegen wir es hin. Leicht Richtung Westen. Und teilt sich dann nach Südwesten. Nach Südwesten auf und nach Westen. Okay, das heißt, wir haben eine, die geht so ab. Und eine, die geht so ab. Und dann macht sie einen Bogen, einen langgezogenen Bogen nach Nordwesten. Nach Nordwesten. Also in etwa so. Dann einen kleinen Schlenker, ja, die müssen wir mit einberechnen. Die lasse ich jetzt mal raus. Und dann teilt sie sich wieder ab. Nach Südwesten. Und dann läuft die neben dem Fluss und geht weiter Richtung Südwesten, das hier. Okay, die laufen also quasi parallel. So, damit haben wir die eine Seite schon mal fixiert. Wunderbar. Jetzt fahren wir nach, ja, quasi nach Nordwesten. Aber eigentlich eher mehr Nord als nach Westen, nicht? Ich korrigiere. Bis Nordosten. Bis Nordosten geht das rum. Um dann wieder kurz nach Norden zu gehen. Und dann wieder nach Nordosten zu gehen. Wir sind ganz woanders, wo ich gedacht hätte. Dann wieder nach Norden. Ja, jetzt geht's immer wieder hin und her, nicht? Norden, Nordosten, Norden, Nordosten, so in etwa. Da haben wir auch diese Seite. Und hier geht es nach Süden. Südosten und macht eine Kurve nach Südwesten. Um dann gleich wieder eine Kurve nach Südosten zu machen. Okay, ich glaube, das ist hier dann den Ausschnitt, den wir suchen jetzt. Mal gucken, ob wir sowas finden. Es ist eine ganz andere Ecke, wie ich mir im Kopf zusammengereimt habe. Aber das ist oft so. Ich kann Paint nicht kleiner machen. Interessant. Weil ich suche ja hier in der Ecke. Das heißt, wir müssen ja aber eher ja hier sein. Das passt halt auch noch nicht. Also wir sind auf jeden Fall in Caldena. Aber dieser Bogen, der existiert halt nicht. Oder habe ich wieder Südosten und Südwesten verwechselt? Nee. Wir fahren nach Südosten. Und das ist das Komische. Weil die große Straße in Caldena nicht nach Südosten geht. Sind wir halt hier. Aber wo ist dieser Bogen? Also das sind auf jeden Fall die Wellen. Vielleicht sind wir genau in der Ecke. Oh, ohne Straßennamen. Und die Namen habe ich auch alle nicht gesehen. Und Häuser haben wir auch nicht an unserer Straße. Ich sehe auch nicht die Straße, die abgeht und dazu passt, nicht wahr?
Ich meine, das passt. Hier passt die Seite. Und hier passt die Südseite. Aber es passt keine gemeinsame Seite. Und die abgehende Straße. Die kann ja, könnte nur hier sein. Vielleicht sind wir hier. Aber dann wäre ich ja schon in einer großen Stadt gelandet und die ist 5 Kilometer weg. Also das kann nicht sein. Und da wäre eine Zugschiene gewesen. Die hatten wir auch nicht. Die passt noch vom Aufgemalten her am ehesten zu dem. Aber ist viel zu lang gezogen. Ich wüsste jetzt nur kein anderes Merkmal. Was wir noch heranziehen könnten. Den Kreisverkehr habe ich auch noch nicht gefunden. An sich leicht und trotzdem schwer die Stelle. Also vielleicht sind wir auch wirklich doch nicht in Caldena, aber wir fahren jetzt bis zum Kreisverkehr und dann finden wir schon die Lösung. Gleich kam ja schon der Hinweis, wo wir sind. Alter, auch dass die Bushaltestellen nicht eingezeichnet sind, das macht mich extrem stutzig. Ey, okay, spinn einfach mal rum. So, hier ist der Kreisverkehr? Nee, hier ist nicht der Kreisverkehr. Hier ist die Straße. Das heißt, wir sind in einer kleinen Nachbarstraße von der großen. Kann das sein? Westen. Osten und unsere geht ab nach Südwesten. Nicht, dass wir aus irgend sowas hier kommen. Das könnte es natürlich erklären. Das würde zum Beispiel auch den Knick erklären. Und die weniger Häuser vielleicht an den Straßen. Dass wir gerade hier irgendwo stehen. Wie heißt denn das Restaurant? Na Rossetti. Na Rossetti. Na Rossetti, hier. Da sind wir. Das heißt, hier kommen wir raus. Aber das passt hier noch weniger zu dem, was wir aufgemalt haben. Das könnte aber die Straße sein, die wir mit dem, aber gut, das wäre eine Privatstraße, wir wären hier nicht reingefahren. Das hier könnte die sein, die teilt sich und teilt sich. Aber wir fahren nicht über den Fluss. Ha. Okay. Die teilt sich und hier, die ist es, da sind wir. Die teilt sich, dann geht sie nach oben und da teilt sie sich und die laufen parallel. Das ist das Merkmal. Da haben wir's. Aber von den anderen Sachen ist nichts eingezeichnet. Dieses Mir ist nicht eingezeichnet. Teehaus, Caldena. Aber das steht, ist bei uns eigentlich an der Straße gewesen. Wenn wir hier rumgefahren sind, war doch gleich hier ein riesiges Haus.
Dann wird das hier das sein und das wird zum Teehaus gehören. Ah, und hier stehen diese Löwen für die Einfahrt. Und das ist das Golfresort. Ja, okay, das macht Sinn. Finish. 0,61 Meter. So ein Stream ist das. Mit Paint 0,61 Meter geschafft. Wunderbar. Aber da sind wir echt rumgegurkt. Ich habe nicht gedacht, dass wir nicht auf einer großen Straße sind. Die war so gut. Aber mein Knick war ein bisschen zu extrem in Paint. Der war wesentlich flacher. Runde 4 von 5. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, Japan oder so. Das sollten wir doch hinbekommen jetzt. Goyotoyawanga. Oh, ich hoffe keine Insel. 162. Goyotoyawanga. Goyoten Yingawa. Du, 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 Goyotenjawanga. Ja, es wird zu klein sein. Ich weiß nicht, ob wir die 162 sehen. Ich glaube, auch das ist eher eine kleinere. Und die Position ist jetzt auch nicht so. Dass die irgendwie aufsteigen. Die sind teilweise recht zufällig oder ziehen sich auch über Stücke hinweg. Wir gehen hier mal rüber, vielleicht haben wir Glück. Und sehen sie 151. 162, oh, okay. Bei Kyoto. Ah, die 162 war die, die bis runter zur Küste ging, oder? Neulich hatten wir doch so eine komische, wo wir die verfolgt haben, die immer so Sprünge gemacht hat. Da war es die 163, weil die läuft auch hier lang, nicht? Oh, 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 oh. Ich hoffe, dass das wirklich nur das Stück ist. So, und jetzt Goyotenjingawa. Ich weiß nicht. Fukushima. Ich glaube nicht das. Waterfall. Also vom Namen her passt es hier gar nicht. Aber wie gesagt, es kann sein, dass die 162 irgendwo noch mal rauskommt und da weiterläuft. Wir fahren einfach mal ein bisschen und genießen die Landschaft. Mit den kleinen Brücken. Aber das sieht auch immer sehr ähnlich aus in Japan. So vom Feeling her. Manchmal steht man noch ein bisschen mehr auf Reisfeldern, aber oft ein kleiner Fluss. Eine Straße. Ein paar Hügel. Wo war denn das Schild? Hier war gerade irgendwo ein Schild. Da. Ah, steht nichts dran. Gucho Jung Komponko. Kushinga. Hier kommen wir auf eine große Straße. Das sieht
besser aus, oder? Und da haben wir noch ein Schild. Guyoten Yingawa, immer noch. Okay. Das heißt, jetzt sind wir jetzt auf 162. Was liegt denn in der anderen Richtung? Das wäre vielleicht gut. Obama, okay. Das stimmt, dann ist es die 162, weil Obama sehe ich hier. Aber dieses Kujanga Jangangaga sehe ich nicht. Kamikawa. Oi. 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 Das muss also was echt Kleines sein. RMS Burger. Hm. Kaio Shushumiyo Shego. Tja. Yuichi habe ich auch noch nicht gesehen. Kamikawa. Von warum die anderen Sachen auf dem Weg nicht dran stehen, ist halt dann sehr interessant, sage ich mal. Vielleicht gehen die auch weiter ab. Kamikawa. Aber. Ich meine, wir sind dicht an Kyoto, nicht? So viel haben wir gar nicht Möglichkeit. Vielleicht wäre gut, wenn der Wasserfall oder sowas dran steht. Takao. Takao wäre das nächste. Takao. Tanzen, Kigurishu. Die 61 geht ab. Vielleicht ist das eher hilfreich. 34. 78. 31. Hm. 383. 477. 443. 78. 61. Hier sind wir. Wir fahren gerade nach Süden, das heißt hier drüber. Irgendwo. Bei AMS Burger Ding sind wir. Eben noch gelacht, jetzt schon da. Sag mal, stehen wir vielleicht wirklich hier vor dem Burgerladen in der anderen Richtung? Also hier kommt eine langgezogene Südwestdings. Wir sind ja irgendwo außerhalb. Also wir fahren ja erst auf die 162 auf. Wenn wir nach Nordosten. Das heißt, wir könnten durchaus hier irgendwo drin sein. Ah, hier sind auch die einzelnen Namen. Aber der mit G ist nicht dabei. Stimmt, und südöstlich von uns ist der Fluss.
Und wir fahren nach Südwesten. Und dann sind wir auf die Straße auch aufgekommen. Das ist schon mal gut. Dann kommen hier die ganzen Brücken. Machen wir einen Knick nach Süden und dann geht's rauf auf die andere Straße mit einem Schwenk. Nee, noch nicht. Jetzt geht's auf die andere rauf. Und die geht auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen am Ende von der sein. Aber es würde da weitergehen und vor dem Fluss. Das heißt, wir sind hier an der Stelle. Da ist eine Ampel. Und hier gibt es kleine Wege. Okay. Und der Fluss hat noch einen Abzweig in die andere Richtung. Ja, hat er. Okay. Und da ist die Brücke. Das passt also. Und das ist die graue Straße. Das heißt, wir sind irgendwo auf der hier. Da ist eine Schiene. Oder? Sieht zumindest nach Schiene aus. Ist aber keine Schiene, ist ein Flussbett und eine Kante, eine Gerade. Okay, sah aus wie so eine Art Schiene. Okay, das heißt, wir fahren direkt über den Fluss, wenn wir nach Südosten fahren. Macht auch Sinn. Und dann kommen wir direkt auf eine große Straße. Nach Obama. Okay. Tja. Das heißt, hier könnten wir sein. Die anderen führen nicht direkt auf die rüber. Eigentlich können wir nur hier sein. Vielleicht noch hier. Nach Nordosten und dann gibt es einen Schwenk nach Norden. Und direkt am Fluss entlang. Das wäre dann hier. Das heißt, wir stehen da und Bango Bongo. 1,48 Meter. Sehr gut. Und Runde 5 von 5. Okay, sieht interessant aus. Wie eine schottische Kirche. Ach so, oh, ich dachte, der Turm sitzt auf der Ruine. Das sah ja krass aus. Ich dachte, es ist so ein kleiner Turm, der an der Ruine ist. Und dann fahre ich eins weiter und dann ist es ein eigenständiger Kirchturm dahinter. Bam, bam, bam. Naja, gut. Man kann nicht alles herausfinden. Aber sieht cool aus. King Cross Prince Street. Ja, irgendeine Insel oder so, ne? Ja, okay. Queen Street. Können wir nicht gerade ausfahren? Lass mich gerade ausfahren. Nee, kann nicht gerade ausfahren. Queen's Cross Street. Ich würde ja sagen, wir sind. Die haben Linksverkehr. Okay. Tsunami Hazard Zone. Dann können wir eigentlich nur Guam, nördliche Marianne oder so sein. Und ich glaube, auf den nördlichen Marianen gibt es durchaus eine Queen Road, oder?
Also kurz dachte ich, dass wir in Dings sind hier. Wie heißt es? Dominikanische Republik oder Puerto Rico oder so. Ich sehe leider auch nicht die Sonne. Also gar nicht. Die Flagge sagt mir auch nichts. Aber runter zum Wasser ist, glaube ich, gar keine verkehrte Idee. Albert Edwards Fish Market. Okay. Legen auf jeden Fall riesige Kreuzfahrtschiffe an. Gut. Hinterfragen wir nicht, was er da macht. Es gehört wahrscheinlich zu seinem Job, dass er das tut. Einfach rumliegen und schnorcheln oder so. Na gut. Nee, wahrscheinlich macht er da wirklich sauber oder sowas. Aber so im ersten Moment, what? Was liegt denn da? Wirkt das auch ein bisschen merkwürdig. Aber sind wir mit einem Rucksack unterwegs? Ja, nicht? Weil, warum können wir denn bis sonst hier laufen? Oder mit einem Motorrad oder so? Das wäre auch... Okay, im Westen ist Wasser. Im Norden ist Wasser und im Süden ist Wasser. Das heißt, eigentlich eine relativ gerade Küstenlinie. Jetzt kommen wir hier kaum hoch. Das ist halt auch anstrengend. Ich glaube, der ist wirklich zu Fuß unterwegs, nicht? Oder irgendwas. Fahrrad vielleicht. Das könnte sein. Deswegen kommen wir auch nicht überall hin. Okay, vom Startpunkt gehen wir mal nicht in die Richtung, sondern in die andere. Mal nach Norden. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Oh, ey, wir können sogar hier in irgendwelche Hausdinger reingehen. Vielleicht Bermudas oder sowas. Aber die sehen eigentlich sauberer aus. Okay, ich dachte, da steht vielleicht was drunter, aber nichts, was man lesen kann. Oh no, ich hoffe, wir kommen überhaupt irgendwo weiter. Spanish School? The Danish School? Okay, vielleicht irgendwas, was neu aufgenommen wurde in Google, was ich noch nicht kenne. Vielleicht ist das eine dieser spanischen Inseln in Amerika, davor Amerika. Paradise Waste. Der geht auch in jede Einfahrt rein, nicht? Ziemlich nervig. Katholisch 1846 St. Patrick's School. Okay. Was geht es nur vorwärts? Donations. Our church guest. Record book. Ah, jetzt bin ich wieder irgendwo anders. Also sehr schwer zu navigieren hier. Das ist doch wieder die Ruine, oder? Vom Anfang. Nee. Können wir da runter? Da können wir wieder nicht runter. Aber irgendwie auch schon. Okay, ich kann nicht über die Straßen navigieren, sondern über Gehwege, jetzt wieder über Straße. West Supermarket.
Okay, ich dachte, das wird eine schnelle Nummer. Aber das wird eine ganz schwierige Nummer. Do not enter. Da will ich hin. Ja, lass mich da hin. Da steht irgendwas. Das könnte helfen. James McBean Clock Tower. Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Hairboarding. Gems Hair Braiding. Ah, das ist das Kreuzfahrtschiff wieder. Wir haben einen Arm bekommen. Okay, hier sind die Händler, weil die Kreuzfahrtschiffe anlegen. Ich will hier wieder weg. Steht denn nicht Postkarte von? Nein, wo ist der Händler hin? Vehicle, bla bla, National, Swimming, Not Diving. Da. Ach, Bibeln. Oh mein Gott. Was haben wir da? Kloss, Dive School, Snorkeln. Robert L. Mervin. 1917. Ich meine, es ist ja sehr schön, nicht? Und wir gucken uns ja auch gern die Gegend an, aber es wirkt auf jeden Fall ein bisschen Richtung Dänisch. Aber trotzdem wird es super schwierig, dadurch Informationen zu kriegen, wo man ist. Oh. Department of the United States of America. Okay. Linksverkehr. Amerika. Und wir können nur rumlaufen. Oder Fahrrad. Ich bin noch nicht sicher. Ingeborg Nesbitt Klinik. Das ist doch irgendwas wie Saint Martin oder so eine Scheiße dann. Beachfront Boutique. Public Library. McFarlane. Das ist auch ein bisschen irisch alles. Turtle Delay, The Turtles. Cayman Island, nicht? Die Turtles. Aber war die. Nee, die Turtle lag oben auf den Cayman, nicht? Aber Cayman würde passen wegen Amerika, aber dass die Linksverkehr haben? Waren die dänisch? Da sind wieder die Fischer. Nee, da will ich nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Dann kommen wir hier oben wieder zu unserer Kirche, nicht? Mehr haben wir dann nicht. Da sind wir einfach am Ende. Okay, und hier können wir nicht rein. King Street, Queen Street. Und hier geht's wieder rum zu diesen beiden Heimen, wo wir herkamen. Gregor Simon asked me. Hallo, wann ist Gregor. Die beste Gelegenheit, um den neuen Sprechverbot Trade zu nutzen. Die beste Zeit, um den neuen Sprechverbot Trade zu nutzen, ist, wenn Gregor Simon gegen Bugs in und Gregor Spielen wird kämpft, uns gleich was fragen. Larry rastet gerne gegen etwas aus. Das schief läuft, also abwarten auf den perfekten Moment. Abwarten für den perfekten Moment. Ich habe es leider nicht gehört.
Irgendwie liest er mir das nicht mehr vor. Also ich habe mir irgendwie den Sound verstellt. Queen Cross Street, now open. Please no dumping. Ja, das hat ja was gebracht. Please no dumping. Wow. Ein gutes Schild, sinnvoll eingesetzt und kein Ergebnis. Das könnte auch Deutschland sein. Virgin Islands. Okay. Ich sag ja, Mülltonnen sind Gold wert. Dann sind wir doch auf den amerikanischen Jungferninseln. Dann können wir ja nur hier sein. Irgendwo. Oder sind wir auf den englischen? Das würde vielleicht den Linksverkehr erklären. Weil hier von der Küstenlinie passt mir das nicht so ganz. Das ist nämlich eigentlich verkehrt herum. Das Problem ist, zählt das vielleicht noch zu den amerikanischen Jungferninseln und wir sind hier auf St. Thomas oder so eine Scheiße? Ich hoffe mal nicht. Weil dann hätte ich ein Problem, weil das wüsste ich nicht. Aber die passen auch von der Küstenlinie nicht. Wir hatten eine ganz glatte Küstenlinie. Das passt eigentlich schon echt gut zu denen hier. Aber die Kreuzfahrtschiffe, die würden ja hier unten anlegen. Und wir haben King's Road und Queen und King Cross. Das sollte man ja eigentlich ausmachen. Aber hier am Wasser gibt's halt keine größeren Sachen, nicht? Das ist eher so das Merkwürdige. Es gibt nur diese Stelle hier und das ist viel zu weit drin. Oder hatten wir Nord-Süd? King Street. Doch, Frederick Street. Ich dachte, wir hatten Südost. Warte mal, wo war das Wasser? Das Wasser war da, im Westen. Ging also Nord-Süd. Okay, Nord-Süd. Hier ist der Pier. Dann legen hier die Dinge an. Das ist der Strand, den wir lang gelaufen sind. Okay. Und hier ist King Cross Street, Queen Street. Ja, okay, es passt. Wir stehen Ecke. Prince. King Cross Prince. Und das gibt's wieder nicht. Doch, da Prince. Und wir stehen Richtung Norden in die Straße rein. Wie weit? Eine Ruine weit. Meter und damit haben wir es heute geschafft. Die erste Runde mit 30.000 Punkten. Es war hart. 43 Minuten in Uruguay. Richtig schlimm. 17 Minuten in den USA. Ging 31 Minuten Tschechien. 12 Minuten Japan. Wirklich noch die beste Runde. Und Virgin Island 16 Minuten die zweitbeste Runde. 2 Stündchen und 30.000 Punkte. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal bei Geotastic.